Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Heute findet ein Zuschauertreffen in Hamburg statt. Dort werde ich in 2 Stunden hinfahren. Jetzt ist es 8 Uhr morgens und ich habe hier vor mir ganz, ganz viele Make-up-Sachen und werde mich in diesem Video gemeinsam mit euch schminken, denn heute sollen es in Hamburg 33 Grad werden. Ich werde die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt sein. Ich werde meine Zuschauer knuddeln und freue mich drauf, meine Follower zu treffen. Und ich zeige euch in diesem Video, wie ich meinen Look schminke, ein Full-Face-Make-up, was bei mir bei 33 Grad bisher immer den ganzen Tag gehalten hat. Ich werde euch auch nachher zeigen, wie es im Laufe des Tages aussieht. Und ja, alle Produkte, die ich in diesem Video verwende, werde ich euch in der Infobox verlinken. Falls ihr sie kauft, kauft sie auf Bruder über die Infobox, dann unterstützt ihr mich so ein bisschen, das wäre korrekt. Und ansonsten würde ich sagen, fangen wir mal an mit meinem 33 standfesten Grad Make-up-Look. Auf jeden Fall das Make-up, das bei richtig heißen Temperaturen hält. Ich fange an mit Lidschatten und dafür nehme ich jetzt erstmal Concealer und den tue ich hier oben hin und mache damit so ein bisschen meine Base. Das ist von MAC, der Water White Concealer. Ihr seht das hier auch alles eingeblendet, was ich benutze. Und das sind halt die Produkte, die bei mir am besten funktionieren. Ich habe trockene Haut, wie es bei euch ist, weiß ich nicht. Auch Lidschattenmäßig, vielleicht habt ihr eine andere Palette, die bei euch super funktioniert. Aber ich zeige euch jetzt meine Favoriten für ein Make-up bei 33 Grad, es ist jetzt schon so heiß, das ist unglaublich. Als Lidschattenpalette habe ich hier von Jeffree Star die Blood Sugar Palette. Dann nehme ich jetzt erstmal den Ton Cake Mix und sette das Ganze so ein bisschen hier mit diesem Ton, mit dem ich gleich auch so einen Übergang haben möchte. Ganz sanft. Jetzt gehe ich in den Ton Intravenös. Hoffentlich ist es richtig ausgesprochen, so ein dunkles Braun. Ich habe Schlupflider, deswegen mache ich mein Augen-Make-up ein bisschen anders als Leute, die keine Schlupflider haben. Und zauber erstmal hier mit diesem dunkleren Braun so einen kleinen Schatten, weißt du? So, ich fake da ein bisschen rum, quasi. Als nächstes gehe ich jetzt in diesen pinken, dunkleren Ton hier. Fresh Meat heißt der. Das hier ist übrigens mein absoluter Lieblings-Blending-Pinsel. Den werde ich euch auch in der Infobox markieren, weil der ist auch einfach mega. Und da gehe ich nochmal über diesen Schatten, den ich vorhin so ein bisschen gemacht habe, weißt du? Ich reinige den hier zwischendurch zwischen den Schritten, aber das ist so mein absoluter Lieblingspinsel. Ist auch eine sehr schöne Farbe. Ich liebe die Blood Sugar Eyeshadow Palette. Das ist die beste, die ich jemals getestet habe. Klar, es ist aus dem High-End-Bereich, aber Preis-Leistungs-Verhältnis ist einfach super und sie ist ihr Geld absolut wert. So, jetzt nehme ich nochmal Concealer. Das ist immer noch dieser MAC Water Weight. Ich packe ihn hier so auf die Hand, weißt du? Nehme so einen ganz feinen Pinsel und klatsche ihn hier so vorsichtig rauf. Alles klar. Das ist, damit mein Lidschatten gleich noch besser darauf aussieht und besser sitzt und so eine Cut Crease quasi. Guck mal, so sieht das Ganze jetzt aus. Es ist noch relativ unsauber. Ich bin ja noch ziemlich Anfänger drin mit diesem Cut Crease Kram, aber wartet erstmal ab bis zum Endergebnis. Jetzt arbeite ich mit 2 Tönen. Einmal dieses rote, leicht schimmernde Blood Sugar und diesen hellen Ton hier, Sweetener. Dung, 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 dung. Rot mache ich nach außen und das Goldene nach innen. Mache ich dann so. Ist jetzt hier kein super professionelles Tutorial, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr hier erwartet euch die perfekte, gut gelaunte Schminktussi, wo alles super klappt. Ich bin ziemlich nervös wegen dem Zuschauertreffen. Ich gebe hier mein Bestes, dass der Look halbwegs was wird. Und zeige euch, wie es halt bei mir läuft, damit das Make-up bei solchen Temperaturen lange hält. Da ich in diesem ganzen Cut-Crease-Übergang noch nicht so gut bin, habe ich auch eine gute Methode, um das alles zu kaschieren. Die kommt gleich. Komm erstmal so schön dieses ganze Rot hier so ein bisschen außen. So, jetzt kommt der goldene Ton so hier nach innen. So, da das so jetzt natürlich total kacke aussieht, verblende ich das Ganze so ein bisschen miteinander. Guck mal, jetzt bin ich nochmal in dieses dunkle Pink gegangen hier oben und verblende so ein bisschen am Übergang. Was ich jetzt mache, damit das Ganze ein bisschen gefakter ordentlich aussieht, ist hier so ein Glitterliner benutzen von La Splash. Einfach zwischen der Crease und dem oberen. Das mag ich richtig gerne. Muss die ganze Zeit so komisch gucken, während das trocknet, ne? So. Ist jetzt ein bisschen glitzeriger geworden, als ich wollte, aber das schaffen wir. Wir kriegen das hin, dass das noch ein hübscher Look wird. Hauptsache er hält. Darum geht es mir, um euch das zu zeigen. So, jetzt mache ich hier so eine Kante hin. Ich mache jetzt erstmal mit dem restlichen Make-up weiter. Jetzt benutze ich erstmal von MAC das Fix Plus. Bitte so über die Augen halten, damit es nicht an die Augen kommt. Und dann benutze ich als Primer Balea Antitranspirant Extra Dry. Das ist eigentlich ein Deo, aber eine Followerin hat mir mal den Trick gezeigt, dass man das als
Primer benutzen kann. Wichtig ist, dass ihr euer Gesicht danach richtig gut reinigt, weil sich das schon in die Poren absetzt, so weißt du. So eine Deo-Creme. Ja moin, ich habe viel zu viel genommen, was hier los? Weißt du, und das verteile ich jetzt erstmal hier. Klebt, also ist nicht so nicht angenehm auf der Haut jetzt wie so ein Primer. Lass ich jetzt erstmal einwirken und für unter die Augen nehme ich von Catrice den Liquid. Das ist nochmal dafür, damit die Foundation sich nicht so krass in den Fältchen hier absetzt. Ist ein super Produkt von Catrice. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen kurz einwirken. Dann habe ich jetzt hier von Becker ein Produkt, das ist so ein rotes, das tue ich auch nochmal unter die Augen, um meine Augenringe krass zu kaschieren. Manche nehmen da Lippenstift und sowas, halte ich persönlich gar nichts von, auch wegen der Konsistenz und dem Ganzen. Ich nehme halt immer dieses Becker-Produkt, es gibt auch welche in der Drogerie von Maybelline oder so, die gehen auch klar. Das Rote gleicht halt wirklich so dunkle Augenschatten aus, weißt du. Das Ganze arbeite ich jetzt mit einem Make-up-Eye ein. Das hier ist von Real Techniques. Ich feiere Real Techniques nicht so krass, aber benutze das dann halt immer für dieses rote Zeug unter den Augen. Dann nehme ich hier von MAC sowas zum Abblenden, wollte ich sagen. Zum Abdecken meiner Pickelchen so ein bisschen, meine Hautrötung mache ich hier auch nochmal hin, wegen meinen Augenschatten. Das nehmen auch manche Leute mit fettiger Haut als Concealer. Das ist bei mir, geht das gar nicht mit meiner trockenen Haut. Aber so zum Abdecken ist das echt gut. Ganz schön viele Schichten hier, ne? Naja. Auch das arbeite ich jetzt mit einem Make-up-Eye ein. Den besprühe ich zwischendurch mit dem MAC Fix Plus Fixing Spray. So, jetzt habe ich hier einmal Concealer MAC Waterweight. Hier nochmal für unter die Augen. Bisschen hier zum Highlighten. Und die MAC Waterweight Foundation. Auch das wird jetzt überall im Gesicht verteilt. Und dann mit dem Make-up Beauty Blender Make-up-Eye eingearbeitet. Wichtig ist, ganz nah am Auge alles einzuarbeiten, weil sonst habt ihr das hier so rot und dann seht ihr nicht frisch und gesund aus, was ihr mit dem roten Abdeckkram erreichen wolltet, sondern ihr seht dann einfach tot aus. Ich sehe jetzt noch sehr flach und tot aus, nicht wundern. Das ist, weil ich meine ganzen natürlichen Schatten im Gesicht weggezaubert habe mit meinem ganzen Foundation-Kram. Jetzt nochmal unter den Augen der Becker Under Eye Brightening Corrector. Das ist der hier, das ist so ein rosa Zeug. Das sorgt dann auch nochmal dafür, dass ich schön frisch aussehe. Immer schön MAC draufsprühen. Mache ich auch nicht bei jedem Make-up diese ganze Prozedur, weil ist auch teuer so, ne? Aber an solchen Tagen schon. So, jetzt mache ich meine Augenbrauen. Das mache ich jetzt relativ schnell. Seht ihr gleich, wenn es fertig ist. Da nehme ich einfach von MAC so einen Lidschatten. Concrete heißt der. Meine Augenbrauen sind immer ein bisschen schwierig, weil ich da habe Microblading machen lassen. Aber das wird im Moment entfernt. Und ich mache das einfach immer gerne mit Lidschatten. So, jetzt will ich meinem Gesicht ein bisschen Form geben. Dafür nehme ich von NYX 3 Steps to Sculpt. Das ist meine Lieblings-Contouring-Palette. Ich weiß, es sieht noch alles ganz schlimm aus. Es ist natürlich auch am Ende ein künstlicherer Look, so, ne? Muss man natürlich auch sagen, bei der Menge, die ich da jetzt raufklatsche. Aber warten wir auf das Endergebnis und hoffen, dass es gut wird. So, das Ganze hebe ich jetzt nochmal hier unten mit dem hellen Ton hervor. Das ist schon sehr, sehr heller. Es gibt den auch in einem natürlicheren Ton, aber ich mag halt dieses Künstliche auch gerne. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen mehr Form im Gesicht, aber wir sind ja noch nicht fertig hier. Jetzt nehme ich hier von Ben Nier so dieses Banana-Powder zum Baken und mache das hier auch nochmal. Das ist jetzt kein Muss-Schritt für euch, ne? Aber den mag ich sehr, sehr gerne. Alles andere sind für mich schon so Must. Schritte, lass jetzt kurz einwirken, das ist damit das Ganze nochmal miteinander verschmilzt und deine 30 Kilo Make-up im Gesicht so, ja, miteinander verschmelzen. So, jetzt wischen wir das Ganze wieder so ein bisschen weg. Ihr seht, das hat die ganze Kontur nochmal verstärkt. Jetzt nehmen wir Rouge und da habe ich hier von Anastasia Beverly Hills die Rouge-Palette. Die gibt es leider nicht mehr zu kaufen, aber ansonsten gibt es auch, würde ich auch jeden MAC Rouge nehmen. Nochmal so ein bisschen rosa auf die Wangen. Jetzt nehme ich erstmal Liquid Lipstick, damit ich beurteilen kann, wie ich mit meinen Lippen weitermache. Hä? Wie ich mit meinen Augen weitermache. Das ist von Maybelline 24 Superstay. Die 542, mein Lieblingslippenstift von denen, hält ewig. Muss man schnell drauf machen, trocknet sehr schnell und wenn man sich vermalt, direkt korrigieren. Highlighter nehme ich jetzt erstmal von Marc Jacobs Dewdrops, so als Base hier. Muss man nicht, das ist jetzt auch so ein Schritt, der nicht sein muss. Du kannst auch einfach direkt deinen Puder-Highlighter raufklatschen, aber ich möchte halt einen richtig krass starken Look und deswegen mache ich das nochmal so. Und als Highlighter nehme ich hier von Becker Opal nochmal so drüber. So, ein bisschen hier in den Augeninnenbereich, damit ich nochmal so ein bisschen freundlich strahle. Bisschen unter die Augenbraue zum Liften. Wenn Highlighter immer übertreibe, mache ich den Pinsel jetzt feucht und gehe nochmal in den Highlighter und verstärke den Effekt so. So, jetzt gehe ich aber nochmal dies in meinen Contouring-Puder und mache hier nochmal so den Außenbereich, damit das, was heißt natürlicher Übergang ist, aber damit der Highlighter nicht bis hier oben ist, weißt du?
Jetzt gehe ich nochmal in die Jeffree Star Palette und nehme wieder diesen roten Glitzerton, den ich auch außen im Augenbereich habe. Und gehe damit so unters Auge, einfach so ein bisschen bis zur Mitte und verblende das so ein bisschen, ne, damit das nicht so richtig kacke aussieht. Jetzt nehme ich einen schwarzen Kajal, das ist von Maybelline aus der Drogerie, und gehe hier außen nochmal hin, damit das Ganze so ein bisschen was Dunkles hat, so ein bisschen Tiefe, weißt du? Damit das nicht wie so ein balkenartiger schwarzer Strich aussieht. Ich bin nämlich hier ein bisschen zu dick gegangen. Das korrigieren wir gleich. Tschüss. Das korrigieren wir gleich aber. Und guck mal, ganz bisschen nur hier oben nochmal, weißt du? So, ich habe jetzt mit diesem Eyeliner hier nochmal am oben bisschen das verstärkt den Effekt. Der ist auch aus der Drogerie, auch absolute Empfehlung. Augenbrauengel, da teste ich im Moment hier von Benefit, dem Brow Setter. Einfach damit das nochmal alles in Form ist. So, wir nähern uns dem Ende. Jetzt nehme ich von MAC das Fixing Spray. Das benutze ich, damit das Ganze nochmal so schön miteinander verschmilzt. Muss komisch gucken, damit du nicht alles verschmierst. Dann nehme ich nochmal den Beauty Blender und drücke hier nochmal so ein bisschen das Ganze schön rein. Nicht jetzt an den dunklen und hellen Stellen, sondern ich habe jetzt nur einmal hier unten an der Kontur nochmal, weißt du? Jetzt nehme ich von Urban Decay das All Nighter Setting Spray. Wedelst du kurz rum, lässt es kurz antrocknen und das ist halt dann nochmal... Tschüss, darfst nicht gegenkommen, sonst hast du Flecken. Das ist dann nochmal für den extrem langen Halt. So, alles trocknen lassen und dann sehen wir uns gleich. So, jetzt nehme ich eine Wimpernzange und biege meine Wimpern nach oben. Man könnte das Ganze natürlich mit Fake Lashes veredeln, aber irgendwie kann ich mich mit Fake Lashes nicht anfreunden. Jetzt nehme ich als Lash Primer hier von Maybelline diesen hier, der ist sehr gut. Das verlängert die Wimpern nochmal schön. Also ihr merkt so, ne, einige Sachen, die ich hier nutze, sind Drogerie, einige sind High-End. Aber das ist so meine perfekte Mischung für mich, damit so ein Make-up lange hält und sitzt. So sieht das jetzt aus und jetzt nehme ich meine absolute Lieblingsmascara von MAC, die Upward Lash Mascara. Die wird bei MAC aus dem Sortiment genommen und ich bin echt verzweifelt. Ich habe auf der ganzen Welt ohne Scheiß, also außer jetzt Amerika, geguckt, wo man sie online kaufen kann und ich finde sie nirgendwo. Falls ihr bei MAC arbeitet oder irgendjemanden kennt und irgendwie an diese Mascara rankommt, bitte schreibt mir per Instagram, das ist meine absolute Lieblingsmascara und ich will sie mir noch ein paar Mal auf Vorrat holen, weil ich habe sie nirgendwo in ganz Europa, Deutschland gefunden und bin einfach nur hammertraurig deswegen und das ist mein kläglicher Rest und ich habe nur eine davon und die ist fast leer, weil ich sie so oft benutze. So, Diggis, das ist jetzt der fertige Make-up-Look. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Also es ist halt, ja, sehr, sehr viel. Ich zeige ihn euch auch nochmal aus der Nähe. Natürlich ist es kein flawless Make-up. Es ist, wenn du jetzt aus der Nähe guckst, schon cakey an gewissen Stellen, ne? Weil ich habe ja wirklich wahnsinnig viel geschichtet. Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieser Look oder es könnte jetzt auch eine andere Palette sein oder sowas, aber dass es bei mir hält bei solchen Temperaturen. Obwohl es viele Schichten sind von Weitem, sieht schon ein bisschen schön pudrig aus. So vom Finish hier habe ich ein bisschen verkackt. Muss ich sagen, ist nicht so geil geworden. Hier ist das sehr hübsch. Aber ich zeige euch das mal aus der Nähe. Kommt mal her. Guck mal, du siehst zum Beispiel hier, ist es natürlich cakey, so weißt du, klar. Der ganze Bereich ist bei mir cakey. Da kann ich eigentlich machen, was ich will. Das ist meistens auch bei Foundations bei mir so. So sieht das dann aus der Nähe aus. Hier einmal das Augen-Make-up. Ich finde das immer so schade, wenn YouTuber ihr Make-up nicht komplett aus der Nähe zeigen, weil, Digga, normal ist alles jetzt so perfekt, weißt du? Bei perfektem Licht von weiter weg sieht alles geil aus. So, ich werde mich jetzt weiter vorbereiten fürs Zuschauertreffen, mir was anziehen, bla, dies, das. Ich habe mein lebenswichtiges Deo gestern noch gekauft, bin um 21 Uhr hier zu Real gefahren, 15 Kilometer weiter weg, weil mein Deo gab es nirgendwo mehr. Was ich für zwischendurch mit habe, was ich auch empfehlen kann, ist dieses MAC Fix Plus als Reisegröße, weißt du? Wenn es gar nicht mehr läuft oder dein Make-up nach 5-6 Stunden schon so ein bisschen pudrig und kacker, also nicht kacke, sondern mehr kacke aussieht, nimmst du das, sprühst du drauf, erfrischst du nochmal. So, jetzt ist es kurz nach 10, das heißt, ich habe 2 Stunden hierfür gebraucht, aber weil ich auch viel mit euch geredet habe. So, ne? So ein Make-up braucht schon Zeit, so, ne? Weil ich ja wirklich schichte und einarbeite und mache, aber es dauert keine 2 Stunden. Das ist ja, weil ich mit euch rede, Kamera an, aus, erklären, bla bla bla. Und ja, dann schauen wir mal, wie lange das Make-up hält, wie es sitzt, wie es nach 10 Stunden, 5 Stunden, keine Ahnung, aussieht und dann melde ich mich später bei euch. So, Diggis, 7 Stunden später, das ist mein Make-up. Ist ein bisschen cakey, aber es hält noch. Diggis, übrigens, Make-up sitzt immer noch. Nach 12 Stunden, fettiges Fleisch. Boah, hä? Aha. Yo, Diggis, ich bin jetzt in Hamburg und wollte euch mal mein Make-up zeigen. Und zwar, jetzt ist es 22.36 Uhr. Um 8 Uhr habe ich mich morgens geschminkt.
Und so sieht mein Make-up jetzt aus. Das ist so ein Hotellicht, deswegen sieht man das nicht so gut. Ich bin hier leicht am Tränen. Ich habe mir meine Kontaktlinsen gerade neu reingetan. Ich gehe nämlich spontan feiern mit diesem Make-up hier, was ich heute Morgen um 8 drauf gemacht habe. Ich habe nur ein bisschen Kram mit zum Erfrischen hier. So, und so sieht das aus. Seht ihr das? Mhm. Ja, das ist so meine Art, wie mein Make-up bei über 33 Grad hält. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Erklärung fandet, wie ihr das Halten vom Make-up fandet. Also für 33 Grad geht das voll klar. Klar, es ist nicht mehr super fresh und es ist ein bisschen cakey und alles normal. Aber Digi, es waren jetzt 14 Stunden. Alles klar. Ja, das war jetzt mein Make-up-Video, Digi. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und lasst mal einen Daumen nach oben auf, korrekter Bruder. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und ich freue mich auf eure Kommentare und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.